Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von. Ja? Wie kann ich helfen? Ich werde tun, was ich kann. Es geht zwei. So, dann würde ich sich jetzt mal versuchen, das Ganze nochmal anzugehen. So. Ja? Es freut mich, dass ihr auf mich getroffen seid. Als ihr ist auf mich getroffen geschehen. Seid. Was ich meine ist, diese Gruppe kämpft offenbar für das Gute. So. Ich hatte gehofft, dass die ein bisschen mehr ausschaltet, die Todeswolke. Oder sind die jetzt alle schon weg? Aber wahrscheinlich bin ich auch noch nicht nah genug. Aber gut, wir haben ja Zeit. Ich bin so glücklich, gut. Bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. So sei es. Ich bin euer Untergang. Es hat sich nur einen, der mitgenommen. Okay, in der dann hat das tatsächlich keinen Sinn so. Wir locken den einen Kobold an. Ich hoffe, das bringt was. Und dann kannst du ja ein bisschen weiter vorgehen, um die Todeswolke weiter vorne zu platzieren. Komm. Wie kann ich helfen? So. Ich werde tun, was ich kann. Gut, das sollte reichen. Incultus Fulcor Imperium. Das ist okay, genau das wirkt das, gegen den zumindest nicht. Mir was zu tun, anderen ich helfen drum. Und gute Taten vollbringen. Aber scheint den Rest einigermaßen umgehauen zu haben. Unsere Taten sind gut und dienen dem Gleichgewicht in allen Dingen. So, dann warten wir, bis das weg ist. Und dann versuchen wir den Angriff mal nochmal. Noch ein normaler Kobold. Aber gut, das soll mir jetzt gerade mal egal sein. Die Augen, oh, kratz ihnen die Augen aus, ja. Ja? So, dann darfst du gleich mal hier ich mal umschauen. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich überlege gerade. Nee, komm, wir hauen ihn jetzt mal um. So daneben? Bleib doch mal stehen! Ich tu
dir weh, wenn es sein muss? Kratz ihnen die Augen aus. So, ihr könnt es auch gerne nochmal treffen. Wir sind all. Gut. Ah, verflixt. Alles klar, so, das ging jetzt doch besser. Ich helfe, wo immer ich kann. Weil eben meine Charaktere nicht wieder festgehalten wurden. Umhang. Okay. Kanalisationsumhang. Okay. Ja, könnte sich jeder tragen. Gibt noch mal eine Rüstungsklasse. Wir hatten noch keinen Umhang von euch. Es freut mich, dass ihr auf mich getroffen seid. Als ihr auf mich getroffen seid. Ist schon geschehen. Was ich meine ist, diese Gruppe kämpft offenbar für das Gute. So. Aber ich wollte das Zeug mal noch ablegen. Sehr schön. Haben wir eine Falle? Nee. Na dann. Hm. Kette, Steine. Was kann ich tun? Schneller als Chick-Ticker schnell platze. Ach, hast du das mit dem Erdelement auch noch gar nicht? Okay. In Ordnung. Hm. Sehr gut. Können wir da mal abgeben. So, dann hast du noch ein paar so Sachen mehr und du könntest mal wieder. Kann dir da reinnehmen. Ja, ich glaube, wir können echt mal bei Gelehrt eine ganze Menge Zeug abgeben. Sag mir, was zu tun ist. Ah, jedes Mal, wenn ich an die Bolzen gehe, gehst du auf das Schwert. Ist in Ordnung. Tja, verstanden. Ich warte. Ich bin dabei. Gut, ja, ist ja gut. Ein paar Goblins. Heimtür. Für die Bewerte, die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Ihnen die Augen aus, yeah. Und ihr habt bis auf ein bisschen Geld. Ja, und ab und zu mal Edelstein, nichts Interessantes da. Alles klar. Wo führt das dann hin? Wer bist du denn? Rengard. Hm? Ich brauche einen Schluck starkes Zwergenbier. Tano, der Mann fürs Grobe. was ist denn das? Fremd unter uns? Wessen Jobs war es, wahres Wachen zu halten? Also versteige ich es jetzt auf jeden Fall hinüber. Verständnislose Blicke von allen Seiten. Also gut. Ich allein bekomme den Gewinn. Ihr da, rückt die Beute raus oder ich spalte euch den Schädel. 1000 Goldmünzen sollten reichen. Ich schlage vor, ihr reicht mal besser euer eigenes rüber, sonst reiße ich euch vom Fleck weg aus dem Leben. Dann werdet ihr unter der Macht meiner Axt fallen.
Vielleicht gebe ich Gellert Chopper und Drog ein Stückchen von euch ab. Okay. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Na, ich gucke erstmal, was ihr drauf habt. Ja. Du bist der Mann fürs Grobe. Bitte draufhauen. Okay, ihr bufft auch. Und du bist leer geschossen. Ja, ich muss echt Pfeile kaufen gehen. Okay, du kriegst ordentlich was ab. Wir werden... Oder wir machen es vielleicht nachher. Gehen wir erstmal da rein. Ich hoffe, das bringt was. Dann schicken wir da einfach eine Todeswolke hin. Ich denke, von denen ist keiner großartig immun. Okay. Hier geht's auf jeden Fall hoch. Aha. Hatten wir auch lange nicht mehr. Einmal. So. Autsch. Na gut, aber steckt das hier alles noch ganz gut weg. Sehr schön. Gut, bis auf Jahira, die eigentlich gar nicht so viel abgekriegt. Schön, schön. Ich kümmere mich drum. Dann schauen wir doch mal, was es hier noch Schönes gibt. Wie kann ich helfen? Wohl, ihr habt alle was abgeregt, sehe ich gerade. Ich werde tun, was ich kann. Aha. Des Nordens. Zuna, schöner König. So, bitte weiter looten. Noch so ein Notfall. Okay. Dann schnappt ihr das mal. Ja, ist schon geschehen. Ja, ich glaube, da geht es dann auch nur wieder runter. Ja. Und nun? Mir gefällt das nicht. Wie können wir den weniger Glücklichen helfen, indem wir uns hier unten rumtreiben? Ja, ja. Schauen wir einfach mal unten rum. Scheint einigermaßen sicher zu sein. Ah, doch nicht. Werde ich gebraucht? Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerne zu Diensten. Sehr schön. Habt ihr euch das gut überlegt? So, Ghoulgriff.
Ihr zeigt mir, was wohin zu tun ist. Wo immer Minsk auch hingeht, hm? Macht das, ja, das böse sollte funktionieren. Schritt zur Seite. Ja, gut. Na, guck mal, das bringt dir sogar was. Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Ich bin dabei. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. Ihr benötigt etwas, Fremde? Was ist das? Eindringlinge in Merkans Haus? Was würde ich hierher, törichter Mann? Sprecht schnell, denn ich dulde nicht gern Narren auf Irrwegen. Ich bin hier, um den Gefangenen Herrn Dalis zu befreien. Übergebt ihn mir jetzt an mich. Euch den kleinen Dieb aushändigen? Warum soll ich so etwas tun, wo er doch einen perfekten kleinen Sklaven abgibt, hm? Dieb, wovon spricht er? Er ist ein Schauspieler. Vielleicht. Das ist mir egal. Er ist als Dieb in meine heiligen Hallen eingedrungen. Ich nahm ihn gefangen und es macht mir Spaß, ihn als meinen Sklaven zu halten. Ich dachte, ihr habt ihn wegen seines Edelsteins entführt. Sein Edelstein? Ah, der Edelstein. Ich durchschaue euer Spiel, kleiner Mann. Und es wird nicht aufgehen. Ich werde mich meines Edelsteins nicht durch Diebe oder Dummköpfe berauben lassen. Wovon redet ihr? Welches Spiel? Diese ständigen Diebstähle langweilen mich. Ihr werdet nicht Hand an meinen Edelschein anlegen, kleiner Mann. Jetzt würde ich dasselbe Schicksal ereilen wie alle anderen. Okay. Ich glaube, dann sollten wir vielleicht doch nochmal eine Runde buffen bei dem. Schätze ich mal. Vielleicht können wir so eine Runde Magie zerstören auf ihn wirken. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Du kannst mal verlangsamen. Lasst mich bitte helfen. So. Dann habe ich dir nicht die Gruppenstärke gegeben, aber ich glaube, wir haben noch nicht gerastet seitdem. Hast. Die Dienerin der Natur ist bereit. Genau, und du kannst dann einmal... Ah, das haben wir, glaube ich, schon genutzt, ne? Gruppenstärke, aber du kannst eine Runde Insektenplage draufhauen. Ja? So, was ist die Verteidigung? Gut, du hast es natürlich geschafft. Versuch was wert. Das soll nicht sein. Gut. Dann hast du jetzt die Dinger und Gift. Das ist schon mal gesucht. Das sollte ich ja dann einigermaßen vom Zaubern abhalten. Ah, du hast ja noch was beschworen. Aber wir haben dich platt. Schön. Hm, okay. Ja gut, dieser ist nicht so toll. Moment, es ist... Ah, du bist gestorben. Schön. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Dann würde ich mal sagen, wir rasten erstmal. So, damit wären alle wieder fit. Ja? Ihr zeigt mir wohin und die Dienerin der Natur ist bereit. Ich bin noch immer da. Ja? Sagt mir, was zu tun ist. Ich hoffe, das bringt was. So, dann... Ich helfe, wo immer ich kann. Gehen wir das halt nochmal an. Helfen. Einmal. Passt, bitte.
Ich warte auf euren Befehl. Na gut. Wohl, geht das? Dass du das darauf setzt? Ihr benötigt etwas, Fremde? Tatsächlich. Ich warte. Ja. So sei es. Ich bin euer Untergang. Ja. Ich tue doch Mist. Okay, das ging besser. Ich trage jetzt schon viel zu viel mit mir herum. Der Gegenstand liegt auf dem Boden. So. Ich glaube, die können wir auch mal, glaube ich, hier nicht abgeben. Du hast ja noch nichts zum Heilen da. So, das war's dann mit ihr. Kommt es sehr cool noch? Ah, ich glaube, wir haben jetzt diesmal schnell genug erledigt. Cool. Okay. Zepter, Stab, Konzentrationstränke. Du bist ja eh ein bisschen überladen. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Schneller als Chick-Ticker, Schnellpratze. So. Ich trage ohnehin schon genug mit mir herum. Ihr müsst das vom Boden auflesen. Kampfstab plus 1. Na, das müssen wir auch wissen. Ja, Auferstehung. Oh. Kann man die Tod wieder wecken? Jeder andere verbraucht eine Ladung. Okay, das geht tatsächlich nur 10 Mal. Aber da das jeder nutzen kann. So. Und startet. Okay. Auch nett. So. Ist schon geschehen. Ah, alles klar. Dann, glaube ich, nutzen wir das mit dem Dings noch aus. Dumpfes Feuer und seltsam klare Einbildungen drehen sich durch meinen Kopf statt der Erinnerungen. Doch, was ist dies? Ein Sklavenhalter. Er liegt tot da nieder. Ich kann es spüren. Dieser Spatz erblickt seine glorreichen Retter. Oh, unermessliche Freude. Poesie erfüllt das Spatzenherz. Ah, du bist wohl Bade. So kamen sie denn, die Kräfte des Chaos, mit einem Fanfarenstoß, die blassen Klingen und die hässlichen Häupter kühn erhoben und trugen ihn mit sich hinfort, den kleinen Spatzen. Ihr seid Herr Daelis? Raelis hat uns geschickt, um euch zu befreien. Ihr gehört zu Raelis? So, dann könnte meine Haut ja doch noch gerettet werden. Kommt, wir wollen uns zusammen zu, damit ich diesen stinkenden Ort verlassen kann. So. Ja, ich wurde angehört, um mich zu retten, und ich bezweifle, dass Raelis begeistert sein würde, wenn ich euch an mich reiße. Die Ehre verpflichtet. Von ihr gezeichnet, was? Na schön, mein Advokat. Ihr habt mich befreit und dafür danke ich euch. Aber in diesem Versteck des Zaubers befindet sich ein Altar, in dem ein enorm wichtiger Edelstein verborgen ist, den mir Mekhart stahl. Findet ihn und bringt ihn zum Theater, wo wir über euren dummen Vertrag noch einmal diskutieren können. Okay.
Das gab dann noch eine Errungenschaft. Na gut, die sind verfallt. Na, noch ein Magier. Okay. Aber ja, da wir gerade noch unsere Hast drauf haben. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Du hast mir echt... Kann mal irgendwas gegen diesen blöden Zauber machen. Gut. Dann machen wir das halt einfach andersrum. Zack. Wieso bist du... Ach Gott. Du sollst da hingehen und einsammeln. Das auch noch. Verteilen mache ich es später. Ich kümmere mich drum. Oh, gar dumpfes Feuer und seltsam klare Einbildungen drehen sich durch meinen Kopf statt so. Erinnerungen. Doch, was ist dies? Genau. Dankeschön. Heute wird der Ruhm unser sein. Das ist gut. Gut. Da und haben wir den Blatt. Heute wird der Ruhm unser sein. Sehr schön. Leider nichts zum Looten. Na, das wird wohl der Altar sein. Ich werde hier noch wahnsinnig mit diesen blöden Fallen. Ihr müsst ein bisschen schneller reagieren, liebe Leute. Ich habe da gerade keine Geduld für. Drehen sich durch meinen Kopf statt der Erinnerungen. Doch, was ist dies? Jetzt ist wieder keiner da. Ich werde... Meine Güte. Euer beschissene Wegfindung geht mir so auf den Sack hier gerade. Beziehungsweise diese nicht vorhandene Wegfindung. Für die Bedürftigen. Aber ja, solange wir den Magier als erstes ausschalten, geht es ja tatsächlich. So, speichern. Speichern sollst du. Spiel, geh mir jetzt nicht noch auf die Nerven, indem es irgendwas hier noch erledigt wird, was ich nicht gedrückt habe. So. Bitte hier die Falle finden. Wie kann ich helfen? Ich werde tun, was ich kann. Danke. Ist ja alles voller Fallen hier. So, entschärf diese Falle. Ah, die kriegst du nicht hin. Fuck. Na gut, wir haben halt noch einen Trank da. Ja, ich da sonst keiner Fall entschärfen kann. Wo immer ich kann. Schneller als Chick-Ticker, Schnellkatze. Ja, macht das ja, glaube ich, auch keinen Sinn sonst. Na gut, wir müssen uns das nächste Mal drum bemühen.
Dann bin ich hoffentlich auch wieder etwas besser gelaunt. Aber ja, wie gesagt, es hat mich jetzt gerade wieder zu viel Zeit gekostet und zu viele Neuversuche gerade in der Folge hier. Das ist absolut nicht meins. Naja, wir kriegen es ja hin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.